Frühling im Land und Frühling auch im Bücherschrank. Heute möchte ich euch zwei Bücher vorstellen, die ich in den letzten Tagen gelesen habe und die mich sehr aufgewühlt haben. Zwei Willis aus der Arbeiterbewegung in Baden-Württemberg. Das eine ist das Buch von Willi Bleicher mit dem bezeichnenden Titel »Wir brauchen kein Denkmal«, mit dem Hermann B. Appmeyer Willi Bleicher ein Denkmal gesetzt hat. Und das zweite, ein Gewerkschafter, der 20 Jahre jünger ist, »Komm ins offene, Freund«, die Autobiografie von Willi Hoss. Ich habe einfach mal versucht, vergleichende biografische Daten aufzuschreiben. Ich möchte euch beide Bücher sehr ans Herz legen. Diese schöne Biografie kostet gebraucht bei Amazon sogar nur 39 Cent plus Versandkosten. Weil ich glaube, dass diese beiden Willis uns viel helfen für das Verständnis von alter und neuer sozialer Bewegung, von Arbeiterinnenbewegung im klassischen Sinne und dem, was heute Not tut, um alle Kräfte zu mobilisieren zur Veränderung in Richtung einer Gesellschaft ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, ohne Krieg. Willi Bleicher, am 23. Juni 1907 geboren und am 23. Juni 1981 gestorben. Also, das fällt mir jetzt erst auf, exakt an seinem 74. Geburtstag, war wie sein Vater bei Daimler-Benz beschäftigt, allerdings nachdem er zunächst eine Lehre machte. Willi Hoss am 27. April 1929, 25 Jahre nach dem Geburtstag meines Vaters, auf die Welt gekommen, starb am 20. Februar 2003. Und hier war es umgekehrt, sein Vater war Bäcker, Landarbeiter, Gießer, und er selbst ist mit 16 in die KPD eingetreten und war nach kurzer Zeit der Landarbeitertätigkeit erstmal viele Jahre lang hauptamtlicher Funktionär der KPD oder bestimmter Bündnisorganisation der KPD. Während Willi Hoss die Nazizeit trotz seines kommunistischen Vaters auch in der HJ und auch unter dem Einfluss der großartigen, zunächst großartig scheinenden Siege des Führers erlebte und durchlebte und erst mit Stalingrad sozusagen auch die Annäherung an die politischen Positionen seines Vaters stattfand und ihn dann konsequenterweise nach 1945 für ihn konsequenterweise in die KPD führte, war Willi Bleicher schon in den 20er Jahren in die KPD eingetreten und bereits 1929, also im Geburtsjahr von Willi Hoss, aus der KPD wieder ausgetreten, wegen der Verharmlosung des Stalinismus, hat sich dann der kommunistischen Partei Opposition angeschlossen, ist von den Nazis verfolgt, ins Gefängnis gesteckt und danach ins KZ Buchenwald gekommen, wo er eine der beiden Personen sind, die Bruno Apitz in seinem Roman »Nackt unter Wölfen« beschreibt. Als Kapo der Effektenkammer rettet er dem dreijährigen Jerzy das Leben, versteckt ihn zusammen mit einem anderen hinter Nahrungsmittelsäcken und kann ihm somit das Leben retten. 1945 ist es selbstverständlich für ihn, dass er wieder in die KPD eintritt und ab 1948 Schlosser bei Daimler-Benz wieder ist und ab 1948 bis zu seiner Pensionierung hauptamtlicher Funktionär der IG Metall. Er tritt 1950 aus. Er wird nicht ausgeschlossen, er tritt aus der KPD, weil in der berüchtigten These 37 von den
Mitgliedern der KPD verlangt wurde, dass sie unterschreiben, dass die rechten Gewerkschaftsführer im Auftrag und im Interesse des amerikanischen Imperialismus und im Einklang mit den deutschen Monopolisten die Gewerkschaftsorganisationen in den Dienst der Kriegsvorbereitungen zu stellen versuchen. Bei aller Kritik an dem, was in den Gewerkschaftsapparaten auch im Kampf gegen den Einfluss der Kommunisten durchgeführt wurde, ist das, nun weiß Gott, eine Verzerrung der Wirklichkeit, der Vielfalt in den Einheitsgewerkschaften und hat Hunderte von Kommunisten entweder aus den Gewerkschaften oder aber aus der Kommunistischen Partei herausgezwungen und katapultiert, weil hier ein Loyalitätskonflikt vom Zaun gebrochen wurde, der rechten Gewerkschaftsführern nur willkommen sein konnte. Willy Bleicher war zunächst hauptamtlich für die Jugendarbeit im Hauptvorstand der IG Metall tätig und es ist sehr berührend zu lesen, wie trotzdem er bereits ein Jahr vorher aus der Kommunistischen Partei ausgetreten war, eine Hinterfotzige hinter seinem Rücken zum Gewerkschaftstag der IG Metall in Hamburg, völlig überraschend, er aus dem Hauptvorstand der IG Metall rausfliegt, Geheimabsprachen zwischen den sozialdemokratischen Mitgliedern im IG Metall-Vorstand haben hier ein Reinemachen durchgeführt, haben hier ein Aufräumen mit allen nicht der SPD-Parteidisziplin sich unterordnenden Funktionären geführt. Willy Bleichers Lebensmotto, du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bücken, war vielen, auch mir, der ich das schon vor vielen Jahrzehnten das erste Mal hörte, ein großes Vorbild. In der Biografie von Willy Bleicher wird aber beschrieben, dass es für ihn selber dann nicht galt, wenn es die eigene Organisation war. Bis zur völligen Selbstverleugnung übt Willy Bleicher Loyalität und Disziplin und beugt sich sehr wohl vor denen, die ihn quasi den Stuhl vor die Tür gesetzt haben und muss in irgendeiner Kammer der IG Metall Hauptverwaltung Presse schauen, zusammenkleben, wo ihn der spätere IG Metall-Chef Eugen Loderer aufsucht und fassungslos ist, wie sich Willy Bleicher hat von der eigenen Organisation entwürdigen lassen. Ab 1959 bis 1972 ist Willy Bleicher Bezirksleiter der IG Metall, wo legendäre Arbeitskämpfe stattfanden. Auch der große Streik zur Herbeiführung der 35-Stunden-Woche. Die Bezirksverwaltung Stuttgart und Baden-Württemberg gehört zu den militantesten, zu den stärksten. Auch sein Vorgänger war früher in der KPD. Aber es ist auch traurig, sich seine Nachfolger vor Augen zu halten. Unmittelbarer Nachfolger im Landesbezirk wurde Franz Steinkühler von 73 bis 83, 10 Jahre lang, der später wegen Insidergeschäften mit Aktienpapieren aus seiner Vorstandstätigkeit bei Daimler-Benz als Vorsitzender der IG Metall zurücktreten musste. Wo nie ganz ausgeräumt wurde, was er für persönliche Vorteile davon hatte, dass die IG Metall-Zentrale viel zu teuer eingekauft wurde und ein Untersuchungsausschuss, den seine Nachfolger eingesetzt haben, sich deshalb desavourierte, weil sich herausstellte, dass der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses 1,5 Millionen Honorar bekam und natürlich Franz Steinkühler freigesprochen hat. Der Nachfolger von Franz Steinkühler im Landesbezirk war Klaus Zwickel von 84 bis 86, der wiederum ja dann auch Nachfolger von Steinkühler als Chef der IG Metall wurde. Auch Zwickel musste seinen Hut nehmen, weil im Zusammenhang mit der feindlichen Übernahme von Mannesmann Vodafone durch Vodafone Ablösezahlungen in einer nie in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik vorgekommenen Höhe von vielen 100 Millionen Mark gezahlt, geleistet worden waren von Vodafone an die Mannesmann-Manager und nie ganz aufgeklärt wurde, welche Rolle Klaus Zwickel dabei spielte. Er bekam nur eine Geldstrafe von 60.000 Mark, musste aber im Gefolge seinen Hut nehmen. Von
88 bis 93, nach einem kurzen Intermezzo von Eisenmann in der Bezirksleitung, war dann Walter Riester der erste Bevollmächtigte der IG Metall, der später als Sozialminister von Gerhard Schröder die berüchtigte Riester-Rente einführte und in seiner Zeit als Bundesminister und auch danach als Bundestagsabgeordnete viele hunderttausend Euro, Mark und Euro Nebeneinnahmen hatte aus Referententätigkeit für jene Versicherungen, die die Nutznießer seiner Rentenkürzung und der Verpflichtung zu einer privat gedeckten Riester-Rente war. Dass in dieser Zeit auch unter Walter Riester der spätere Vorsitzende der Linkspartei Klaus Ernst Sekretär der Bezirksleitung in Baden-Württemberg war, nämlich von 1984 bis 1995 Sekretär für Organisation, für Bildung und ausgerechnet für Sozialpläne, komplettiert eine doch traurige Nachfolgerbilanz von Willy Bleicher und macht, glaube ich, viele Probleme und viele Widersprüche der alten Arbeiterbewegung deutlich. Im Gegensatz dazu, Willy Hoss, 2 Jahre nachdem er in die Kommunistische Partei eingetreten ist, Parteischule, Karl-Marx-Parteischule hier in der Nähe von Berlin in Kleinmachnow, wo er zusammen mit Wolfgang Leonhardt, mit Hermann Weber, aber auch mit Herbert Mies einen Lehrgang besucht, von glücklichen Ostseeferien mit Herbert Mies spricht und dann viele Jahre in der Bildungsarbeit der Kommunistischen Partei tätig ist, sich also als Arbeiterkind, als Kind eines Landarbeiters in die Materie, in die Wissenschaften, in die geistige, in die intellektuelle Welt einarbeitet, von der Kommunistischen Partei zum Sekretär des Westbüros der Nationalen Front ernannt wird. Ich wusste ehrlich gesagt bis zum Studium seiner Biografie gar nicht, dass es sowas Absurdes auch gab. Unter anderem für die Betreuung des ehemaligen Kölner Oberbürgermeisters Wolfgang Elfes zuständig war, als der die DDR besucht hat. Und da wiederum gibt es einen Zusammenhang mit dem Schicksal meines Vaters, weil Wolfgang Elfes im Düsseldorfer Prozess zusammen mit Erwin Eckert und meinem Vater Johannes Oberhof und 4 weiteren Kommunisten und Nichtkommunisten wegen landesverräterischer Beziehungen zur DDR und in Wirklichkeit wegen ihres Engagements gegen die Remilitarisierung zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Als dann die KPD verboten wurde und ihm damit die berufliche Grundlage entzogen wurde, war für ihn selbstverständlich, dass er als Kommunist in den Betrieb zu gehen hat. Und genauso wie Willy Bleicher landet er in dem strategischen Betrieb in Baden-Württemberg, macht einen Schweißerlehrgang und von 1959 bis zu seiner Zeit im Bundestag und sogar danach nochmal für 2 Jahre ist er bei Daimler-Benz, wird dort zur Opposition der IG Metall und es ist ein unglaublicher Krimi, wenn man in seiner Biografie dann liest, wie die IG Metall, die etablierte IG Metallführung bei Daimler-Benz versucht zu verhindern, dass er in den Betriebsrat kommt. Er gründet mit anderen Kommunisten zusammen die sogenannte Plakatgruppe, wo von Anfang an schon der Titel Programm ist für absolute Transparenz. Man staunt, wenn man diese Seiten liest, wie das, was heute die Piratenpartei, aber auch die Assembleas von Occupy ausmacht, schon damals von fortschrittlichen Gewerkschaftern in der Plakatgruppe realisiert wurde. Bei der ersten Wahl bekommt die Plakatgruppe 29% aller Stimmen, bei der zweiten Wahl nur 18%, aber es stellt sich heraus, dass hier Wahlfälschung vorliegt, das, was man heute von Putin, von den Nachfolgerepubliken der Sowjetunion kennt, hat damals die IG Metall bewerkstelligt. Packenweise wurden gefälschte, fotokopierte Wahlzettel in die Urnen hineingeschmuggelt und es hat mehrere Prozesse gebraucht. Und Willy Hoss beschreibt auch die Loyalitätskonflikte, ob die Arbeiter das verstehen, wenn man gegen die IG Metall vorgeht. Letztlich bekommen sie dann bei einer Wahl, die vom Arbeitsgericht wiederholt werden musste, also die, wo das Arbeitsgericht besprochen hat, dass sie wiederholt wird, 40% aller Stimmen. Nach der CSSR-Intervention
wird er zum immer schärferen Kritiker innerhalb der KPD und tritt dann auch zunächst in die DKP ein, die er als bürokratische Kopfgeburt bezeichnet, tritt aber nicht aus, sondern wird ausgeschlossen, weil er sich dem Kurs der totalen Unterordnung unter die KPDSU widersetzt und im Grunde als eine der ganz frühen eurokommunistischen Ideen, wie sie später von Enrico Berlinguer oder teilweise abgeschwächt von Georges Marchais in der KPF, in der KPI vertreten wird, vertritt. Immer stärker wird ihm klar, dass man im Betriebsrat nicht nur die Produktionsverhältnisse, sondern auch die Produkte einer kritischen Untersuchung standhalten muss und wird als einer der ersten sich damit beschäftigen, dass Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben nicht nur sozialpolitische Fragen, sondern auch Fragen der Produktion, Fragen der Ökologie und Fragen der Region umfassen muss. Deswegen schon damals, vor über 30 Jahren, die Forderung der Plakatgruppe, dass nicht nur Gewerkschaftsvertreter in Betriebsversammlungen Rederecht haben, sondern Vertreter der Region und Vertreter der Verbraucherschutzverbände. Ich habe gedacht, mir gehen die Augen auf. Das sind Dinge, die alle heute noch fehlen im Programm der Linkspartei, die auch in den verbraucherpolitischen Konferenzen der Linkspartei überhaupt keine Rolle gespielt haben, weil sich auf dieser Stelle kritiklos der Gewerkschaftspraxis, die noch heute weit hinter dem zurückfällt, was die Plakatgruppe damals gefordert hat. Er gehört deshalb dann auch konsequenterweise zu den Mitbegründern der Grünen, wenngleich in scharfer Abgrenzung zu allen linkssozialistischen Kräften. Da wirken die Verletzungen, das, wo er sich betrogen fühlt von der Kommunistischen Partei, eigentlich bis zum Lebensende nach. Und er wird in der ersten Bundestagsfraktion von 25 Abgeordneten der Grünen Partei die erste Hälfte der Legislaturperiode ein Mandat ausüben, wird Sprecher der Fraktion. Und von 25 halten sich nur 2 an die Rotation nach 2 Jahren, die damals von den Grünen vereinbart worden sind. Alle anderen haben irgendwelche Beschlüsse ihrer Landesdelegiertenkonferenzen herbeigeführt. Willi Hoss merkt erst danach, wie naiv er war. Er lehnt die Rotation nicht grundsätzlich ab, aber 2 Jahre, sagt er, sind viel zu kurz. 2 Legislaturperioden ist völlig okay. Er, wie gesagt, weigert sich dann auch als Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion tätig zu sein und will zurück in den Betrieb. Das ist auch wieder mit Kämpfen verbunden. Aber ein schreckliches Erlebnis von ihm, als er das erste Mal vor dem Betrieb wieder Flugblätter verteilt, dass die Kollegen sagen, bist du eigentlich bescheuert, dass du in diese Bude hier wieder zurückkommst? Sei doch froh, dass du hier nicht mehr arbeiten musst. Die Kollegen haben es ihm also nicht positiv angerechnet, sondern sie haben ihn eigentlich ausgelacht. Von 1987 bis 90 ist er dann noch einmal Bundestagsabgeordneter. Hier widmete er sich schon vielen internationalen Fragen, organisiert die Solidarität mit den Daimler-Benz-Mitarbeitern in Südafrika, wo noch die Apartheid herrscht, nimmt Kontakte in Lateinamerika auf, auch dort mit Daimler-Benz betrieben, organisiert viel früher, als das die Gewerkschaften getan haben, die internationale Solidarität, die internationale Kommunikation und erlebt dann 1990 etwas, was Willy Bleicher 1951 erlebt hat. Hinter seinem Rücken werden Intrigen gesponnen und er wird dann zur Bundestagswahl 1990 gar nicht mehr aufgestellt. Im Jahre 2000 muss dann eigentlich nur noch das Kapitel bei der Grünen Partei abgeschlossen werden. Ist es nur konsequent, dass er nach 25 Jahren, die er in der KPD war, nun nach 20 Jahren aus der Grünen Partei austritt, weil er überhaupt nicht verstehen kann, dass die Grüne Partei den Krieg in Afghanistan mitträgt. Was die persönlichen Lebensverhältnisse der beiden Willis betrifft, so wird in der Biografie von Abtmeier immer wieder beschrieben, wie die Frau von Willy Bleicher ihr Kind alleine großziehen musste und oft wochenlang ihren Mann nicht gesehen hat, weil die Gewerkschaftskonferenzen natürlich gerade auch am Wochenende stattgefunden haben. Seine Frau war wie selbstverständlich ihr Leben lang
Hausfrau. Willi Hoss war zweimal verheiratet und das zweite Mal lernt er, seine zweite Frau lernt er kennen, als die Plakatgruppe, die außerbetriebliche, überbetriebliche Solidarität organisiert und die Unterstützung des Stuttgarter Schauspielhauses bekommt. Heidemarie Rohwetter wird seine zweite Frau. Sie ist Schauspielerin und Intendantin. Und auch wenn sie bei der Erziehung ihrer Tochter Nina Hoss den Schwerpunkt der Arbeit trägt, so wird in der Biografie doch auch immer wieder die harten Auseinandersetzungen geschildert, die der Willi Hoss im Gegensatz zu Willi Bleicher mit seiner Frau sehr wohl hatte, die immer wieder auch die Gleichberechtigung und die Mitarbeit ihres Mannes einklagt, der aber auch in einer ganz anderen Art und Weise Anteil nimmt am Leben und Erwachsenwerden seiner Tochter Nina Hoss. Es gibt da wunderbare Bilder auch in dem Buch und Nina Hoss wird auch abschließend interviewt in dem Buch und ist ja auch eine sehr, sehr politische Schauspielerin geworden. Zum Schluss des Lebens ist Willi Bleicher sozusagen ein Elder Statesman, der aus dem Hintergrund weiterhin versucht, bestimmte linke Positionen in die IG Metall zu vertreten. Und es ist ganz spannend, auch die Schnittpunkte der Lebenswege zu sehen, als Willi Hoss aus der IG Metall ausgeschlossen wird, weil er eine eigene Liste hat, was heutzutage in vielen Betrieben gang und gäbe ist. Aber damals waren sie eben die Pioniere, versucht Willi Bleicher im Gespräch mit Willi Hoss, ihn zur Rückkehr zu bewegen und sich für seine Wiederaufnahme einzusetzen. Allerdings nur, wenn er Buße tut, wenn er den Canossagang geht und wenn er schriftlich unterschreibt, dass er niemals mehr Mehrheitsbeschlüsse der IG Metall in der Öffentlichkeit herabsetzen wird. Da musste ich sofort an Klaus Ernst denken. Das ist sein Demokratieprinzip. Wenn 51% beschlossen haben, müssen 49% die Fresse halten. Das war etwas, was in der Plakatgruppe von Anfang an anders verstanden und anders organisiert wurde. Das Lebensmotto von Willi Bleicher, du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bücken, Klammer auf, es sei denn, es handelt sich um Gewerkschaftsfunktionäre. Das Lebensmotto von Willi Hoss, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Dieser Spruch von Friedrich Hölderlin war für ihn ein Kompass. Sein Buch heißt Komm ins Offene, Freund, und nicht Wir brauchen keine Helden. Willi Hoss hat von Anfang an Transparenz, absolute Transparenz, das, was wir heute von der Piratenpartei hören und sehen, gepredigt. Die Arbeit niemals nur als Lohnarbeit verstanden. Schon damals, wenn auch vorsichtig, Verständnis für die Forderung nach Grundeinkommen geäußert. Und von Anfang an gesagt, es geht darum, statt der Stellvertreterpolitik der Gewerkschaften die Kolleginnen und Kollegen zur Selbstermächtigung zu bringen, dazu zu befähigen, selber mit Freude ihre Interessen wahrzunehmen. Die alte und die neue Arbeiterbewegung oder Arbeiterinnenbewegungen oder soziale Bewegung, dass er die letzten Jahre seines Lebens, Willi Hoss, in Lateinamerika und in der Solidarität mit Lateinamerika zugebracht hat, die Initiative Armut und Umwelt in Amazonien gegründet hat und schließlich sogar seinen alten Arbeitgeber Daimler-Benz dazu gebracht hat, dort in Brasilien ein Werk zu installieren, wo das von den Bauern geerntete Kokos und die Kokosblätter verarbeitet wurden zu Kopfstützen für Mercedes-Benz, komplettiert dieses runde Leben. Man soll eigentlich nie vergleichen. Und auch Willi Bleicher bleibt mir ein Vorbild, insbesondere ohne ihn hätte Jerzy, wie heißt er mit Nachnamen, Jerzy Zweig in Buchenwald nie überlebt. Aber das eine ist die Disziplin, die Hacken zusammen, die übergroße Loyalität bis zur Selbstentwilderung. Und das andere ist die Selbstverwirklichung, die Diversität, die Solidarität der Verschiedenen, die Vielheit. Und deswegen lohnt es sich, beide Bücher zu lesen. Viel Spaß dabei.